Das Konzert oder das Vorspiel muss nicht ins Wasser fallen, nur weil ein einziger Ton verstimmt ist. Sei es durch einen losen Stimmwirbel oder weil zuvor eine neue Saite aufgezogen wurde, die die Stimmung nicht sofort hält. Es besteht die Möglichkeit, die verstimmte Saite vorläufig abzuklemmen. Öffnen Sie zunächst den Deckel des Klaviers und entriegeln Sie den Oberrahmen. Nun können Sie die obere Verkleidung des Klaviers entfernen, um die verstimmte Saite zu lokalisieren. In unserem Fall ist nur die linke Saite verstimmt. Diese soll nun stumm geschaltet werden. Zur Demonstration nehmen wir hier einen Stimmkeil aus Gummi. Sie können aber genauso zum Beispiel einen entsprechend zugeschnittenen Korken verwenden. Klemmen Sie die Saite nun ab, indem Sie den Keil zwischen die verstimmte und deren Nachbarsaite stecken. Einziger Nachteil, der entsteht, ist, dass der Ton ein wenig leiser erklingt. Aber es handelt sich ja nur um eine vorläufige Notlösung. Ihr Klavierbaumeister kann sich nach dem Konzert in Ruhe das Problem ansehen und für dauerhafte Abhilfe sorgen.